Mehr Strafen, noch mehr Strafen. Cosimo braucht Zettel und Stift. Und wo sind eigentlich Markus Fans, Dennis, wenn man sie braucht? Und damit, good morning in the morning, Dennis. Good morning in the morning, Renke. Ich finde es sehr schön, dass du einfach den aufgeschriebenen Gag wegwirfst, um mir einen reinzudrücken. Ich habe gar keinen Gag aufgeschrieben. Das ist eine lose Sammlung von Gedanken. Ich Dennis, wo sind sie denn? Wo sind denn Markus-Fans jetzt? Wo sind sie denn? Der hat doch Fans. Es ist Samstagabend, die sind in der Diskothek. Mit K geschrieben, by the way, mit K geschrieben. Was rauscht denn das so in der Leitung, Dennis? Liegt an der Telekom. Schöne Grüße. Nee, ich höre da, da ist irgendwie jemand, glaube genau. ich. Genau. Hat sich jemand versteckt. Wir haben heute zwei wunderbare Menschen zu Gast, Becky und Gott, der Tag war lang, der Tag war wirklich lang. Das lassen wir jetzt einfach ein Geheimnis bleiben. Und Christopher, der ist es tut mir leid, es tut mir leid. Großer. Es sei dir vergeben, es war sehr schön. Du großer Markus-Fan. Also schöner könnte man ja hier nicht anmoderiert werden. Das ist ein Träumchen. Es tut mir leid. Ich muss mir gerade irgendwie 12 Namen merken in diesen zwei jetzt Wochen. Jetzt nur noch 10. Also ab heute nur noch 10. Ja, aber trotzdem. Es tut mir leid. Aber herzlich willkommen, Christopher und Becky. Wir freuen uns. Wir freuen uns. Wir haben alle einen langen Tag hinter uns. Ja. Es ist für uns alle die sechste Stunde. Die Bundesliga hat wieder angefangen. Wir haben in Summe haben wir heute 10 Tore gesehen. Das ist korrekt. Ja. Bei ja. mir ein paar mehr als bei euch. Ja, aber zwei unsere mehr. Waren schöner. Ja, eure waren, das war wahrscheinlich ein bisschen spannender. Ja, das stimmt. Aber das kann man wohl sagen. Aber wir haben ja hier zielgruppengerecht, sonst kriegen wir wieder, oh ja. wieder Ärger. Wieso, mit Dennis? Wieso zielgruppengerecht, Dennis? Schauen Frauen etwa keinen Fußball? Nein. Ja, aber Dschungelfans und Fußball muss jetzt nicht unbedingt eine zwanghafte Überschneidung sein. Jedes Mal, wenn wir am Anycast über Fußball reden, kriegen wir immer wütende Post. Und die hören ach, ja ihr auch macht hier auch zu. Den Anycast? Ja. Ach so. Das sagen wir immer erst am Ende, Steffel. Zwei wunderbare Menschen. Ich habe keinen Tropfen Alkohol getrunken heute, wie ich null. Ich fühle mich aber, als hätte ich irgendwie 2 Promille im Turm. Es ist ja auch dieses Jahr kein Fußballer im Camp, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, oder? Sonst war ja immer auch so ein... Na, aber Fußballer, zwei Fußballerinnen, ja. Ach so. Fußballer, ja. Ex/nicht-Ex. Ah, Fußballer, zwei Fußballer, Frauen machen einen Fußballer im Camp, oder wie? Ja, genau. Okay. Ja, kommt drauf an, ne? Das sind ja beides auch Champions League Frauen gewesen, ne? Also wenn man die jetzt addiert, dann wären das auch vielleicht sind das, ist es auch das Äquivalent zu 3, weiß ich nicht, 3 Zweitligaspielern. Okay, wir müssen mal hier wieder Ordnung reinbringen. Ja, Dennis, bitteschön. Womit fangen wir denn an? Wir müssen eigentlich damit anfangen, über die wunderbare oder die komische, also es müssen die wunderbare Leistung von Julina. Aber die sehr, sehr komische Fressprüfung. Was war das RTL? Was waren diese Regeln? Was war das Konzept? Ich möchte ganz kurz Protest einlegen. Eigentlich will ich zuerst Verena und Marc abhandeln, aber das ist da, zu spät. Ich will das eigentlich aus meinem System raus haben. Aber ist gut, wir machen erstmal eine Prüfung, Dennis. So, machen wir erstmal Prüfung, die guten Sachen zuerst. Ja, aber naja, Essprüfungen als gute Sachen, ich weiß ja nicht. Aber wir hatten doch schon eine schöne. Das fandst du nicht? Fandst du die Lieferprüfung nicht schön? Ah, ich kann nicht so gut hingucken dann. Also ich kann mich da nicht so auf die Details konzentrieren, weil sonst würge ich mit und das will ja niemand. Aber allein das Bühnenbild, das Set und wie Papis sich gefreut hat. Ja, ich meine, es war alles wunderschön. Selbst wenn ich nicht so genau hingeguckt habe, wurde es ja hinterher ausgiebig erklärt im Camp, wie es alles aussah und was passiert ist. Also ich,
erstmal Dennis oder Christopher, vielleicht weiß ich nicht, kann jemand sagen, hat irgendjemand die Regeln verstanden? Nach dem, naja, ich nach hatte, der dritten Runde. Ich fühlte mich an eine alte Wetten, das Wette erinnert, wo jemand gewettet hat, dass er grammgenau Joghurt aus einem Becher essen kann. Mit der Zunge oder mit dem Löffel? Mit der Zunge und dem Löffel. Das benutzt man beides meistens, wenn man Joghurt isst. Ja. Ich musste an Stefan Raab denken, wenn er bei Schlag den Raab irgendwas grammgenau abmessen ja, muss. Ich meine auch, dass es so eine Art von Prüfung schon mal gegeben hat. Also wo man die vorher sich entscheiden musste, wie viel man davon nimmt. Aber ich glaube, das war dann eher so mit Sternen verbunden. Aber ich habe das Gefühl, das gab es schon mal. Das ist nicht neu. Aber selbst Sonja taten ja die beiden leid. Ja, wir reden ja am Ende, gab es da die eine Situation, wo Julina tatsächlich fast sekundengenau geschafft hat, das runterzuwürgen. Ja. Aber es fehlten genau 7 Gramm. So. Also auf ihrer Seite nur 3,5 eigentlich. Ja. Also auf jeder Seite 3,5 Gramm. Aber ich fand's schön, weil beide haben nicht gezögert. Beide haben zugelangt. Das hat man selten bei so Essprüfungen. Ja, und das ist ja auch, haben wir auch schon ganz oft gesagt, Fressprüfung ist der Schlüssel zur Krone, ganz, ganz wichtig. Und ja, ist wirklich so. Wenn ich friss, kriegt die Krone nicht, das ist so. Und das hilft auch immer stark und gibt nochmal einen Boost und sorgt dafür, dass man auch nicht rausgewählt wird zum Beispiel, weil das die eigenen Fans nochmal ermuntert anzurufen. Ja, vielleicht hängt es davon ab, wie man isst. Also ob man jetzt als alte Knabbernase ist, ob man Fans hat oder nicht. Die Knabbernase. Du, die alte Knabbernase hat vielleicht falsch gegessen. Ja, aber das ist ja schon mal gut für Julina. Also ich, so sympathiemäßig würde ich sie ganz weit vorne einordnen. Aber meistens gewinnen ja nicht die Leute, die man am sympathischsten findet. Ist das so? Ja, so die fliegen Eindruck. Immer so, glaube ich, im Finale raus. Also habe ich immer das Gefühl. Also es hat noch nie, glaube ich, die Person gewonnen, die ich in der Staffel am sympathischsten fand. Das ist ja immer so ein bisschen der... Brigitte Nielsen hat doch gewonnen, oder? Das war die sympathischste Person. Du, da war ich nämlich auf der Welt, als das kam. Also ich habe immer das Gefühl, es spaltet, also die nehmen sich dann gegenseitig die Stimmen weg und am Schluss gewinnt halt der Kompromisskandidat. Ja, aber vielleicht ist Jolina auch der Kompromisskandidatin. Das Voting-Model im Finale ist doch eigentlich, also es gibt ja immer neue Wahlrunden. Ja, okay. Das ist dann ja so ein Ausscheidungsprozess eigentlich. Okay. So der Kompromisskandidat gewinnt, glaube ich, dann nicht mehr. Also aber vielleicht rutscht jemand unter die ersten drei. Jetzt, wo ich zu Gast bin, muss ich nochmal generell ein Thema aufmachen. Es hieß an irgendeiner Stelle, dass Julina die erste Transkandidatin im Camp sei. Aber bei uns? Nein. Nee, stimmt. Aber ich glaube, das wurde, weil das stimmt ja nicht, die hier Verfalle, die bei GMTM mal mitgemacht hat, die war doch auch schon dabei, ne? Ich glaube, irgendjemand von RTL hat das behauptet. Vielleicht hast du es auch nur auf diesem Twitter gelesen. Das, ich bin nicht mehr auf Twitter. Moment, das ist ein Gerücht. Moment. Aber ist, kann das sein, dass da die Transition erst später begonnen hat? Nee, das ändert ja nichts. Achso, du meinst. Die war schon. Sicher? Ja, die war. Also, ich gucke gerade in der Wikipedia, sie trat tatsächlich in Germany's Next Topmodel halt unter ihrem gewünschten Geschlecht auf. Ach so. Das war schon durch. Ach, dann nehme ich das zurück. Und sie war tatsächlich die erste Transfrau auf dem Playboy-Cover und damit auch die Playboy-Kandidatin in der Staffel. Aha. Das haben wir ja auch dieses Jahr tatsächlich. Wer ist denn dieses Jahr die Playboy-Kandidatin? Cecilia. Nein, Cecilia. Ich sage Papis. Papis ist es dieses Jahr. Also er ist ein Playboy, aber er war noch nicht im Play, oder ist das dann Playgirl bei, oder gibt's das? Playgirl wurde wohl eingestellt mal, tatsächlich vor einigen Jahren, und ob er im Playboy als Fotos war, weiß ich nicht, ich lese da nur die Artikel. Das ist ein Top-Gag. Ist nur kaum gealtert. Ich lese nur den Sportteil von Playboy. Ja. Also ich fasse mal kurz zusammen, um hier ein bisschen Struktur wieder reinzubringen. Danke. Die Prüfung fanden wir alle nur so mittel. Es gab 4 von 11 Sternen. Die war schon hart, muss man sagen. Ja. Also das waren jetzt ja auch nicht so
kleine Portionchen oder mal so kleine, weiß nicht, wie sagt man denn, Pansenpralinen oder so, sondern das waren ja halbe Tiere, die da verschlungen werden mussten. Pansenpraline wäre aber auch eine schöne Beleidigung. Ich habe auch das Gefühl, der RTL ist dieses Jahr ein bisschen härter mit den Prüfungen. Also die beiden schaffen so auch gut. Ja, ich weiß nicht, vielleicht liegt es auch daran, dass wir einfach fähigere KandidatInnen haben. Vielleicht haben die ja so immer so eine Auswahl an Prüfungen, wo sie sagen, naja, sind jetzt mehr Leute drin, die nicht so agil sind. Und dieses Jahr, glaube ich, war es ja auch so, dass niemand aus Gesundheitsgründen gestrichen wurde. Das war ja in den letzten Staffeln schon manchmal die halbe Liste, die nicht mit durfte, weil sie irgendwelche Gesundheitsprobleme hatte. Du meinst, deshalb konnte man ihnen mehr zuhören dieses Jahr? Genau, Danilia war bei der ersten Prüfung gesperrt und selber wusste sie nicht, warum. Und uns war auch bisher nicht klar, warum sie da genau gesperrt war. Vielleicht hat der Praktikant einmal aus Versehen auf die Taste gedrückt, dass der rote Strich eingefügt wurde. Nee, das war ja diese Tunnelprüfung. Ja. Ich kann mir fast vorstellen, also was ist das, wäre so, weil eigentlich hätte sie das körperlich irgendwie hinbekommen. Also entweder irgendwas mit den Lippen, weil zu spät irgendwas reingespritzt und da musst du noch irgendwas verheilen oder so, weil sie ja gesagt hat, bevor ich los bin, habe ich nochmal. Ja. Ja, vielleicht. Oder aber, weil sie Ersatzkandidatin war, können ja auch so ganz stumpfe Gründe sein, wie dass die Versicherungspolice an dem Tag noch nicht gegriffen hat. Auch der, ja. Ja, aber ich finde das Argument, dass im Zweifel sie in der Kammer mit den Lippen floaten würde, oben viel lustiger. Hängen geblieben, kommt nicht mal raus. Jedenfalls. Also ich hätte schon Bock, wenn jetzt noch mal ein bisschen mehr Actionprüfungen kommen würden. Ja, also hier diese Wasserfall. Ja, der Wasserfall muss diese, kommen. Das ist das, wo sie da immer sich hochkämpfen müssen, oder? Auf dieser glitschigen Fläche. Ja, aber das machen sie ja meistens so jetzt Mitte nächster Woche. Also wenn so noch so 5 Leute da sind. Ja, das hätte ich gerne. Dann machen sie den Wasserfall, wenn sie ihn dieses Jahr bringen. Vielleicht konnte sich der RTL auch nicht leisten. Es ist nämlich Krieg in Europa und es ist auch RTL muss sparen. Gerne auch so, dass die anderen beiden dabei sind und zuschauen. Ich würde sehr gerne Cosimo in dieser Prüfung sehen, das habe ich schon mal erwähnt. Ich möchte einfach sehen, wie er immer wieder ausrutscht und runterrutscht und sich dann wieder hoch. Und noch zwei andere mitzieht, weil er versucht, sich an ihnen festzuhalten. Mamma mia! Oder Madonna. Ja. Oh, meine Pizza Pie ist runtergefallen. Ja, wie gestern jemand so schön auf Twitter schrieb, don't know if Cosimo oder Mario beim Kampf gegen Bowser. Oh no. Wollen wir jetzt die anderen Horrorprüfungen Prüfungen? Ja, oder aber wir machen mal was anderes. Wir sagen mal, ihr macht ja auch selber Podcasts, so andere Sachen. Und unter anderem schaut ihr auch so, also redet ihr über, wie sagt man denn, Funk und Fernsehen, ist das so, kann man das so sagen, ja? Was mich auf den Empfangsgeräten so ereilt, darüber spreche ich, genau. So, oder wollt ihr das kurz pluggen oder erst am Ende der Sendung? Da pluggen wir uns eigentlich immer selber. Kommt jetzt so der McDonald's-artige Sponsor-Einblendung? Ah ja, aber bitte. Ist es gut, also ist die Stelle schon gut genug, dass es sich so nativ einfügt wie der McDonald's-native Werbespot heute in der Das werden wir nicht schaffen, das wird jetzt alles ruckeln müssen. Das ist also nichts war so perfekt getimt wie diese Werbung. Also wir podcasten aus emanzipatorischer Perspektive über Filme und Serien bei den KulturpessimistInnen und haben zuletzt einen, sagen wir, 7,5-stündigen Jahresrückblick aufgenommen. Ja, ich habe auch noch so ein paar Projekte, die länger nicht mehr aktualisiert wurden, aber noch weitergehen werden. Ich glaube, davon hervorheben möchte ich die Zeitspeise. Da rede ich tatsächlich über Essen und zwar die Geschichte von Essen. Die Folgen sind zeitlos, die kann man sich auch immer noch nachhören, auch wenn jetzt lange nichts Neues gekommen ist. Aber über so Dschungelprüfungen habt ihr noch nie geredet, oder? Wir hatten schon exotisches Essen, aber könnte man eine Folge über Fressprüfungen machen, das stimmt, das ist eine gute Idee. Wie steht ihr zu Soleiern? Soleiern hatte ich tatsächlich noch nie. Ich habe eigentlich bisher gedacht, das ist ein Gag aus den Simpsons. Ich mach das öfter mal. Ich habe auch vor zweieinhalb Wochen wieder neue eingelegt und hatte mega Bock auf Soleier und habe 14 Eier eingelegt. Ist ja auch wieder Krieg in Europa, da kann man das wieder machen. Also das war jetzt schon viel zu lange, um noch ein nativer Werbespot in dieser Episode zu sein. Und jetzt habe ich es irgendwie über und ich bin der Einzige hier, der die Scheiße isst.
Ich wollte gerade sagen, es ist nicht verwunderlich, dass der einzige Mensch, der hier wie freiwillig Kümmerling saufen würde, natürlich sich auch Soleier reinpfeift. Kräuter mit Kanten. Oh. Aber ich habe jetzt gesehen, dass das Kümmerling hier für meine Zoomer-Zielgruppe auch eine Pfeffi-Variante jetzt anbietet. Pfeffi-Kümmerling. In der Werbung hast du das hoffentlich heute gesehen. Du nennst dich immer Zoomer. Was ist das irgendwie? Bist du irgendwie Karl Lagerfeld und hast dein Geburtsdatum vergessen oder was? Ich bleibe für ewig 29 jetzt. Ja. Das ist wie meine Schwiegermutter. Sind wir ja quasi ein Jahrgang, Dennis. Ja. Was ich eigentlich damit sagen wollte, ist, ihr setzt euch auch andersweitig mit Fernsehen auseinander und konsumiert das nicht nur, sondern macht euch auch Gedanken drüber und sprecht darüber. Also macht euch wahrscheinlich sogar noch deutlich mehr Gedanken, als wir das tun. Wie habt ihr denn die Staffel bisher wahrgenommen? Ist so eine Klassikerfrage, die wir eigentlich Gäste immer so stellen. Und wer sind denn so eure Lieblinge und wo würdet ihr sagen, kann weg, möchte ich nicht mehr wiedersehen? Also ich bin sehr zufrieden mit der Staffel. Ich kann mich da vielem anschließen, was hier im Podcast schon zu hören war über die Staffel. Bin natürlich, also mein Herz schlägt sehr intensiv und stark für Jamila. Ja. Spätestens seit Tag 3 oder so. Also es gibt ja jeden Tag die eine Szene, für die man sie in den Arm nehmen und knutschen möchte. Als sie gestern sagte, ich bin hier, es ist auch eigentlich so schön, weil ich nicht einsam bin. Ja. Gott, da wäre ich fast in Tränen ausgebrochen auf der Couch. Das ist mir noch nie passiert beim Dschungel. Ich habe tatsächlich die Krone nicht verdient. Ich habe tatsächlich leicht geweint, tatsächlich. Wie sie auch am Schluss nochmal gesagt hat, ich dachte, wir essen jetzt nochmal alle gemeinsam. So das letzte gemeinsame Abendessen mit allen. Ja. Und heute auch mit, aber wir müssen jetzt nochmal diesen Streit lösen. Ja. Wer hätte das gedacht vorher? Also es gibt, glaube ich, sehr viele Menschen, die sehr überrascht sind von ihr. Ja. Und das ist wirklich einfach sehr, sehr, sehr schön. Und ansonsten, ich bin tatsächlich in den letzten Tagen ein bisschen positiv überrascht von Cosimo oder auch Closimo, wie er ja seit heute heißt. Das ist jemand, der hat sich, glaube ich, jetzt zu einem meiner Top 3 Finalkandidaten rausgestellt. Ich glaube, das kommt gut an beim Publikum. Den wählen die rein. Und wenn ich dann die Runde noch voll machen müsste, wer so noch meine dritte Person ist, dann glaube ich, wahrscheinlich, wenn ihr mich vor 2-3 Tagen gefragt hättet, hätte ich noch Papis gesagt, aber jetzt glaube ich, dass Jolina die dritte sein wird, die ins Finale kommt. Also ich finde, dass Gigi und Cosimo die Rollen getauscht haben. Gigi war am Anfang so der liebenswürdige, so ein bisschen Trottel und Cosimo so ein bisschen das rüppelige Arschloch. Und das hat sich jetzt so ein bisschen vertauscht, wo man doch gemerkt hat, dass Gigi doch schon ziemlicher toxischer Dude ist und Cosimo eigentlich so ein bisschen der Tollpatsch ist, der immer so für Lustigkeiten sorgt. Generell finde ich, es ist die beste Staffel seit der Höllener-Staffel, seit Thorsten Legert und Höllener im Camp waren, aber gleichzeitig finde ich, dieser ganze Cast ist so abgerundet. Da gibt es jetzt nicht so ein Turbo-Arschloch wie ein Jotta oder eine Höllener Fürst oder die Witwe vom Vox-Typen. Oder ein Glatzeder. Glatzeder, ja. Ja, genau. So einen gibt es jetzt aktuell nicht. Und trotzdem gibt es genügend Konfro. Und das finde ich, da hat die Casting-Redaktion vom RTL ein goldenes Händchen gehabt. Ich höre Widerspruch. Ja, in Sachen Konfro weiß ich nicht. Also wir hatten ein bisschen Konfro, aber ich fand diese Konfro anstrengend. Sie war halt nicht über Belangloses, sondern es war so, die war unnötig aggressiv und aneinander vorbei und es war irgendwie auch nicht produktive Konfro. Es war halt sehr geplante Konfro. Habt ihr die gestrige Folge gehört? Ja, natürlich. Ja, Hilke beendete meinen Satz, und als ich gesagt habe, die beiden, die müssten eigentlich mal, und sie hat gesagt, was essen. Und das ist irgendwie so, das ist so total überdreht, komplett und auch ohne irgendwie, ich will Konfro, bei der ich mich auf eine Seite schmeißen kann und sagen kann, es gibt hier ganz klare verteilte Rollen.
und ich bin Team A. Und dann kann ich auch über die Zeit vielleicht die Seiten wechseln, wie im Wrestling. Dann gibt es einfach einen Heel-Turn. Ja? Ich stimme, dann die Diskussion erinnere ich mich von der letzten Folge. Ja, aber es ist auch ein bisschen wie im Wrestling, weil, also wenn wir jetzt über den Streit zwischen, nee, ich will das zu Ende führen. Das Beste, was dann passieren kann, ist hier Bret Hart gegen Steve Austin bei WrestleMania 13 war es, glaube ich, oder? 14? Ich krieg's nicht mehr ganz zusammen. Die haben gegeneinander gekämpft und haben einen Double Turn hingelegt. Bret Hart ist in diesem Match zum Heel geworden und Steve Austin vom Heel zum Face, ohne irgendwas zu sprechen, ohne irgendwelche Leute anzugreifen, wo man gedacht hat, oh Gott, den darfst du nicht angreifen, jetzt bist du böse, sondern einfach nur die Art und Weise, wie das Match gestaltet wurde, hat zu so einem Double Turn geführt. Das war quasi Wrestling in Perfektion und sowas will ich auch im Dschungel. Aber ich will nicht irgendwie, aber du bist voll aggressiv, du bist doch selber, jetzt bist du aggressiv. Das ist mir irgendwie ein bisschen zu platt. Aber ganz im Ernst, dieser Streit zwischen den beiden hat doch nichts mit Essen zu tun, sondern der hat einfach damit zu tun, dass Cecilia sehr genau lesen kann, wie Tessa reagieren wird, wenn sie Sachen macht und dass sie deshalb immer schafft, einen Streit zu machen, mit dem sie Sendezeit kriegt und trotzdem es immer schafft, Tessa als die Böse hinzustellen, weil sie ist ja die Aggressive. Die weiß genau, an welchen Stellen sie kitzeln muss und in dem Moment kommt Tessa dann und damit hat sie es geschafft, irgendwie einen Streit zu haben, aber als die Gute am Ende dazustehen bei den Leuten. Das mag sein. Aber und damit bin ich sehr klar auf einer Seite, wollte ich damit nur gesagt haben. Dafür muss ich Tessa nicht mögen. Auf der Ebene bin ich aber gar nicht. Ich bin da sozusagen ganz einfach, ich sitze irgendwo in der dritten Reihe, ein paar Stühle entfernt vom Ring und schaue mir das Treiben an. Ich denke da gar nicht groß drüber nach. Du bist ja so jetzt eher auf der Ebene eines Smart Marks, wie man im Internet sagen würde. Ja, ich würde am Wrestling-Ring sitzen und mir überlegen, was haben sich die Choreografen dabei gedacht, dass sie jetzt genau, das Ganze so und so machen würden. Typisches Smart Mark-Verhalten. Erstmal drüber nachdenken und irgendwelche Dirt Sheets im Internet lesen, anstatt die Show zu genießen. Apropos Show genießen. Ich finde, wrestlingmäßig war Papis Auftritt doch jetzt. Wer ist der Gute beim Wrestling nochmal? Face oder Heel? The Face. Ja, da, also wenn er jemand ein Face ist, dann doch Papis. Und da hat er heute eine. Ich weiß nicht, glaubt ihr, weil das hatten wir diskutiert auf der Couch. Glaubt ihr, er hatte diesen Auftritt von Anfang an geplant und nur aus diesem Grund die Schlange mitgenommen? Das war meine Theorie, aber eigentlich habt ihr euch ja gefragt, warum er nicht gleich ein Kissen genommen hat, wenn er die Schlange doch immer als Kissen verwenden kann, aber. Zumindest soweit ich gelesen habe, hat er diese Schlange tatsächlich schon länger und das hat sich wohl ein Haustier von ihm. Dementsprechend weiß ich nicht, ob er diesen Auftrag geplant hat. Ich glaube nur, dass er diesen Auftrag schon sehr oft getan hat tatsächlich. Also, es wirkt sehr erfahren. Es gibt sehr viele Bilder in diesen Posen. Dementsprechend glaube ich, dass es gar nicht geplant war, sondern das hat er einfach im Standardrepertoire mit dabei. Achso, das kann er aber abfeiern. Das ist im Blut. Ja. Nee. Vielleicht hat er es auch schon mehrfach im Camp gemacht und es wurde einfach nicht gezeigt. Das kann natürlich auch sein. Das kann ich mir nicht vorstellen. Ja, uns werden ja Dinge vorenthalten im Camp tatsächlich. Ja, aber solche Sachen. Was? Ja. Wann ja, kommt der 24-Stunden-Feed? Das ist aber doch völlig klar, dass man solche Sachen gut vorenthalten kann. Weil das Ding, das funktioniert halt immer, ja, das mal auszupacken. Und wenn du das aber das erste Mal siehst und filmst, wo du eh weißt, oder das zusammenschneidest zu einer Sendung, wo du eh weißt, dass du mehr als genug Material hast für die Sendung, dann kann man das dann nochmal auf Halde legen. Und wenn es das nicht noch ein zweites, drittes Mal gibt, wo man es frisch filmen kann, dann kann man ja irgendwie die Konserve im Kontext einspielen. Oder so. Du glaubst, sie spielen Sachen aus anderen Tagen ein und tun so, als wäre das an dem Tag passiert? Nee, das gar nicht mal so unbedingt, aber man kann ja irgendwie darauf referenzieren in der Story, die man dann gerade erzählt. Ne? Man kann da irgendwie sagen, hier, man erzählt irgendeine Geschichte und jetzt passiert dieses und das und dann macht man irgendwie so einen kleinen, zurück in die Zukunft Sprung und zeigt, irgendwie zwei Tage vorher oder so und sieht man dann Papis. Ja, das kann man ja alles machen. Ich glaube schon, dass sich solche Sachen
auch so storymäßig auf, man sich die gut aufheben kann. Aufheben, das ist das Wort. Okay. Nächstes Thema. Nee, aber ihr habt jetzt gar nicht gesagt, wen ihr total scheiße findet. Naja, wie gesagt, so ein Turbo-Arschloch gibt es ja nicht wirklich. Ja, aber Jana ist schon sehr scheiße. Also bitte. Ja, ich weiß, sie ist halt kein Arschloch, aber es gibt genug andere Gründe, sie scheiße zu finden. Wahnsinnig ja, anstrengend. Also so, sag ich mal, in ihrer Gesamtkonstruktion als ESO-Tante, ja. Aber was sie bisher im Camp gemacht hat, sie ist ja jetzt einfach nur noch fertig. Sie will ja, hat ja quasi drum gebeten, rausgewählt zu werden. Weil sie nicht frei genug ist im Camp. Ja. Das hatte sie sich freier vorgestellt. Ja, das ist Freiheit, also damit ist sie ja am Zahn der Zeit mit dem Freiheitsthema. Ja, ne? Sie hatte sich Freiheit mehr so im FDP-Sinne vorgestellt. Ich glaube auch. Ja, und jetzt wird sie hoffentlich bestraft wie einst Tanja Schumann. Solange sie nicht anfängt, Steine zu stapeln und allen ein falsches Spiel zu spielen, ist sie da noch nicht fertig einfach. Oh, aber wirklich, als sie heute diesen Selbstwerbespot gesprochen hat, da wäre ich fast schreiend auf der Couch aufgesprungen. Also das war so schlimm. Das hatte ein bisschen was von Telefonsex. Meine Liebe. Ruf mich an. Oh. Kennen sich Jana und Erik Stehfest eigentlich auch schon aus dem Mittelalter? Gab es im Mittelalter auch schon Urkraft? Die ist ja die Urkraft. Ja, die ist ja in jedem, habe ich heute gelernt, ja. Ich weiß. Aber was mir aufgefallen ist zum Thema Urkraft, da steht ja irgendwo in ihrem Vertrag, dass sie in den Bauchbinden immer Jana Urkraft genannt werden muss. Aber im Intro wird sie das nicht. Also das da wurde nicht gut verhandelt, weil da wird sie mit ihrem bürgerlichen Namen, oder die Klage kommt noch, wenn sie erst wieder draußen ist und es sieht. Mit ihrem kapitalistischen Namen angesprochen. Mit ihrem Konsumnamen. Ja, der gute Jurist sagt an der Stelle immer, ja, kann ich jetzt nichts zu sagen, ohne die Verträge genau zu kennen. Ist ein bisschen schwer, da jetzt irgendwie rein zu interpretieren. Weiß man ja nicht, was da... Also ich finde außerdem noch richtig schlimm Lukas. Ja, oh ja. Der wissen das doch mal. Der Nepo-Son. Ach, okay, Nepo-Baby. Verstehe schon. Wirklich... Was? Ihr müsst unsere Hörerschaft und vor allem auch uns mal abholen. Was ist Nepo-Son? Frankie, du bist doch auch auf TikTok. Hast du nicht die Nepo-Baby-Diskussion mitbekommen? Was? Nee. Dass wer alles durch Nepotism profitiert hat. Also weil die Eltern schon bekannt waren, sozusagen. Genau, und da gibt es ganz viele in Hollywood. Er ist ja nun, hat es bis zum RTL geschafft. Ach so, okay. Das Hollywood Kölns. Nee, kenne ich nicht. Ich bin auch ein bisschen froh, dass ich endlich mal einen Menschen treffe, dessen For Your Page sich noch nicht so wie so ein Zyklus in der WG an meine angeglichen hat, weil man sich zu viele Videos hin und her schickt. Du gibst dir aber auch Mühe, ne? bei mir ist eher so, was ich einen sehr schönen, wo das auch vielleicht auch sogar schon dabei ist, ich habe es noch nicht gesehen, aber ist sowas wie Chronically Internet. Wo es immer schöne Internet-Takes gibt, die dort archiviert werden. Du möchtest sagen, du lässt dir Memes erklären? Nee, es geht eher um abwegige Takes aus dem Internet, die da abgefilmt und dann gespeichert werden. Ach, sowas wie Peinlo. So ein Instagram-Account. Kann man auch mal gut folgen, wenn man Cringe haben möchte. Wie auch immer, Lukas. Genau, um das Thema zurückzukommen. Genau, reden wir mal kurz über Peter Kleins Schwiegersohn. So. Noch Schwiegersohn. Der jetzt zwei verschiedene Schwiegereltern an Ostern besuchen muss. Aber vielleicht auch eine neue. Was ist das denn eigentlich? Ist das denn sowas wie eine Stiefstiefmutter? Stiefschwiegermutter? Stiefstiefschwiegermutter, Entschuldigung. Stiefschwiegermutter. Ja, Stiefschwiegermutter, stimmt. Ja, die böse Stiefschwiegermutter. Braucht man gar keinen Doppelstief. Wie auch immer. Wir haben ja jetzt leider, weil wir jetzt aufnehmen, die Stunde danach verpasst, wo sie ihn dazuschalten wollten. Oh Gott. Aber ich wollte auch über Lukas reden. Ja. Der einfach einer der unangenehmsten Menschen in diesem Camp ist. Findest du, er ist so unangenehm? Ja, extrem unangenehm. Sagen. Es hat mich fertig gemacht, dass er die ganze Zeit quasi nicht existent war. Und dann an dem Tag, wo Claudia und Verena weg waren, hat er den schlimmsten Lester-Take überhaupt gefahren.
um sich darüber aufzureden, dass die beiden so viel lästern würden. Dann hat er noch diese Sache, diesen Mythos der geschwollenen Eier, die platzen müssen im Camp, auch heraufbeschworen. Und seitdem sind es nur diese beiden Themen, die ihn noch im Kopf für mich auszeichnen. Ja, aber ich habe das Gefühl, Lukas Cordalis ist der erste Dschungelcamp-Teilnehmer, der von ChatGPT geschrieben wird, weil der spult einfach das mittelmäßigste Camp-Programm aller Zeiten ab. Also so nach dem Motto, ach, jetzt muss ich lästern und jetzt muss ich meine Kinder grüßen. Und jetzt muss ich sagen, ich bin ja der Motivator hier. Genau, Lukas, der ist mal so ein bisschen auf Standby und dann wird er auch jetzt bei der Verkündigung und so, wird er angesprochen und dann so, ah, okay, ich muss reagieren, okay, Programm AB abfahren, Kinder grüßen und dann geht er wieder auf Standby. Also das ist für mich so ein Dschungelroboter. Der ist für mich, der hat überhaupt nichts. Also, hat er eigentlich ein Talent oder ist sein Talent, dass er der Sohn von jemandem ist? Er singt schon auch selber, aber das hat er im General Camp halt noch nicht gemacht. Ja, aber hat er überhaupt kein Charisma? Er ist einfach komplett langweilig. Ja. Gibt ja andere Talente als Charisma. Ich finde ihn einfach komplett langweilig. Ja, auch nicht hat. Ja, genau. Ach ja. Also noch langweilig. Also ich finde, Markus ist so. Der ist so altherrenlangweilig. Also dem kann man auch so ein paar Schnittbilder entlocken. Aber Lukas Cordalis. Du meinst Sitzbilder. Sitzbilder. Aber heute nicht, weil als er auf dem Klo sitzen wollte, wurde er gestört, leider. Wie hieß das? Es wurde in seinen Schiss gelabert. Das wurde getwittert von irgendjemandem in dieser Runde. Ja, den Namen kenne ich auch nicht mehr. Markus hat so eine. Der hat so eine. Der hat so eine Golfplatzruhe irgendwie. Er ist so jemand, der spielt halt alleine Golf. Der geht da nicht mit Freunden über einen Kurs oder so, sondern der nimmt sich jetzt irgendwie einen Vormittag und dann spielt er dann eine Runde Golf und dann isst er dann auch seinen Salat und dann fährt er dann irgendwie auch wieder nach Hause. So ist Markus. Das ist halt der Lifestyle, den man entwickelt, wenn man einfach. Eigentlich hat er genug Geld, sonst wäre er nicht da. Jeden Sommer Camp, der ist halt ein Camper. Das ist die Camperruhe. Ja, das ist keine Golfruhe, sondern das ist genau diese Dauercamperruhe, wo man dann einfach vom Wohnwagen sitzt im Vorzelt, hat schon mittags um 9 ein Bierchen mittags auf. Mittags um 9. Ja, vor allem ist bei ihm halt das Tageshighlight der täglich, also der Klogang. Und das hast du ja gesehen, er war schon etwas niedergeschmettert, dass das halt jetzt ein bisschen kaputt gemacht wurde. Aber nichtsdestotrotz hat er sich nicht unterkriegen lassen und es einfach durchgezogen hat. Ja, aber ich finde, das ist halt was anderes. Das ist so diese Tina-York-Ruhe, die er ausstrahlt. Von, okay, das ist halt ein alter Typ, der da einfach da ist und manchmal lustig guckt. Aber Lukas Cordalis ist halt einfach, wie gesagt, auf Standby. Der strahlt nicht aus. Was sehr stark ausgestrahlt hat, zumindest in meine Gedanken, war die schlimme Befürchtung davor, dass es tatsächlich einen Heiratsantrag per Brief geben könnte. Ja, da habe ich auch schon mal was vorbereitet. Und Verena, ich hatte mir gedacht. Und Verena uns dann auch noch, Verena dann auch noch im Camp anfangen muss, übertrieben, sehr offensichtlich gestellt zu weinen. Ich bin sehr, sehr froh, dass das nicht passiert ist. Ja, aber es gab ja nun trotzdem, also die Hoffnung, die ihr gestern in der Episode gehegt habt, dass uns jetzt der Antrag erspart bleibt, wurde ja leider nicht erfüllt. Nee, man hätte sie zum McDonald's schicken sollen. Heiratsantrag für McDonald's. Heiratsantrag? Nee, aber Mark Terenzi ist am Strand schon mehr in seinem Gebiet für das Franchise XY and Mark in Love. Ich dachte, Ex on the Beach. Da kann man jetzt halt auch die nächste Strandhochzeit planen. Glauben Sie holen wieder Frank? Du meinst Frank? Frank, Entschuldigung. Frank. Frank Mathé. Oh, mein ganzer Twitter-Feed nur voll so, nein, don't. Bitte, nicht, niemand möchte das. Warum passiert es jetzt? Und es ist einfach leider passiert. Es ist ja auch so schlimm, weil es ja so offensichtlich geplant war.
Es war ja, dieses, also die, ich glaube, womit sie es kaputt gemacht hat, ist, dass sie da so drüber geredet hat. Weil wenn sie es geplant haben, dann hätte sie darüber nicht reden müssen. Dann wäre das eine große Überraschung gewesen und alle hätten sich vielleicht ein bisschen mehr gefreut. Aber dadurch, dass sie gestern darüber geredet hat, war es halt so für mehr alle offensichtlich. Ja, genau. sie hat sehr, sehr dumm gemacht. Ne? Ja. Also sie hätte das viel subtiler machen müssen. Sie hätte anfangen müssen mit irgendwie bei der Nachtwache mit Markus sitzen. Sag mal, bist du eigentlich verheiratet? Genau. Weil über dich weiß man so gar nicht, so dein Privatleben. So ganz langsam einsteigen und dann mal so ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern, sich die Mats abziehen mit, wie war das denn damals mit Olli? Und dann kam ja noch dieser und jener und da sind irgendwie zwei Verlobungen rausgeplatzt. Und jetzt irgendwie bei Marc habe ich ein ganz tolles Gefühl. Ende. Durchatmen, zwei Tage gar nichts sagen. So hätte sie das spielen müssen. Aber stattdessen hat sich entschieden, über einen halben Platz zu brüllen. Pappels, was soll ich anziehen? Ja, genau. Und sogar Tessa sagte ja kurz im Dschungeltelefon hinterher, als die alle befragt wurden, warum sie denken, dass jetzt Verena gegangen ist. Vielleicht hat ja das ganze Hochzeitsding auch die Zuschauer genervt, sagte Tessa. So auffällig hat Verena das Ganze gespielt. Meine Güte. Oh, nee, also bin ich dann jetzt auch doch froh, dass wir es hinter uns haben und es nicht noch drei Tage weiter so gegangen wäre und dann hätten wir irgendwann diesen Heiratsantrag gekriegt. Werdet ihr Markus vermissen? Ich hatte ja gerade gesagt, er gibt schon lustige Schnittbilder her. Also ich vermisse ihn wahrscheinlich mehr als andere Camper, die hätten gehen können. Ich habe ein bisschen das Gefühl, also ich werde ihn nicht vermissen, aber es gehen so nach und nach alle, die Jolina zur Seite stehen bei, lass uns mal im Camp ein bisschen Ordnung schaffen. Und ich glaube, die verzweifelt bald. Deshalb, die hat geil. Ja auch gerade ernsthaft richtig doll gefeiert. Meinte, du warst der beste Camp-Mitbewohner, den ich mir vorstellen konnte, hat sie ihm ja zum Abschied gesagt. Und ich glaube, die, also für die wird es schlimm, wenn irgendwann nur noch sie und diese ganzen Giko-Dingens Leute da sind. Aber kann sie nicht jetzt einfach sagen, dann lenkt mich doch alle am Arsch, weil alle Luxusgegenstände sind ja schon weg. Was kann jetzt noch kommen? Ja, die Zigaretten raucht Jolina. Ja. Okay. Okay. Ärgerlich. Sie hat aber auch bei Verena geweint, ne? Und ich hatte jetzt nicht den Eindruck, dass sie so ein super enges Verhältnis mit ihr hatte. Na, aber ich glaube, die waren schon so ein bisschen, also sie war schon eher so mit dieser Verena, Claudia, Markus und sie sind halt schon die, die da eher mal was gemacht haben. Und Papis, den will ich nicht rausnehmen. Der macht am meisten, glaube ich, in diesem Camp, aber. Ja, aber Papis wird auch irgendwo die Lust dran verlieren. Nee, hat er ja schon versucht. Der konnte es ja nicht lassen mit dem Kochen. Ja. Er wollte doch einen Tag abgeben. Stimmt, und es ging ja, nicht. Ich erinnere mich, das war sehr lustig. Wobei man auch sagen muss, Cosimo beteiligt sich ja auch insofern, als dass er irgendwie versucht abzuwaschen. Das sieht immer sehr, sehr witzig aus. Aber Cosimo hatte ja auch heute den Schlihatz, den schlimmsten Hunger aller Zeiten. Das bist du sehr stolz auf die Idee, ne? Ja. Habe ich hier in meinen Notizen mehr extra aufgeschrieben. Vielleicht war das ja auch ein Grund, warum er sich hat von Gigi überreden lassen, die Pizza zu essen. Das ist mein, also ich würde sagen, mein Lieblingsmoment, Lieblings-Dschungelcamp-Moment aller Zeiten, dass wirklich jemand das Lockessen isst. Das klebe ich mir ins Poesiealbum. Ich liebe das. Wie fandet ihr die Schatzsuche generell? Also man, Eier im Käfig auf Stäbchen gelagert. Wenn die Lampe blinkt, zieht man Stäbchen raus. Wenn Ei runterfällt, ist kaputt. Alles, was heil ist nachher, darf man mitnehmen. Vier Eier blieben übrig. Ich finde es als Konzept, als Spielkonzept ziemlich cool, weil es ist nicht so dieses, ich finde ja Schatzsuchen, wo dann dieses, dann müssen wir hier, also die zum Beispiel gestern war scheiße. Und auch wenn die dann das ins Camp tragen und dann geben sie die falsche Antwort ein und dann kriegen sie da nur gar nichts. Ja, ja. Das finde ich immer so, das hat so, wenn die da so triumphal ins Camp marschieren mit dem, was sie sich gerade erspielt haben und dann kriegen sie es doch nicht. Das finde ich immer so ein bisschen antiklimaktisch, das ist kein gutes Storytelling. Und hier, das ist so schön straightforward, ihr kriegt die Eier, die ihr da rausspielt. Vor allem gibt es ja aktuell kein Sponsor für diese Schatzkisten. Also früher konntest du da Pickup reintun. Jetzt da Kümmerling reinzupacken, kommt, glaube ich, nicht gut auf den leeren Magen. Aber wie wär's mit dem, der vegane Lachs würde doch alle im Camp glücklich machen. Ich finde, sollte Olli Kahn als Sponsor dafür die Eier gewinnen.
Wir brauchen Eier! Eier brauchen wir! Eier! Ja, ungefähr so hat Gigi das ja mit den Eiern auch die ganze Zeit interpretiert, weil er sich ja als Eierexperte dargestellt hat. Aber ich verstehe es also, wirklich nicht, dass sie das nicht mitgenommen haben. Also 4 Eier ist ein perfektes Rührei. Ja klar, ist ein bisschen wenig für alle, aber es ist ein super Rührei. Aber Dennis, ich könnte es verstehen, wenn es 8 Eier wären. Ja. Aber 4? Genau. Das war ja Gigi's Argumentation. Also Gigi würde ich zutrauen, auch wenn das 24 Eier gewesen wären, hätte er die Pizza genommen. Ja. Vor allem Cosimo so, der sieht es da schon nur stehen und sagt, wir nehmen die Eier. Wir nehmen auf jeden Fall die Eier. Cosimo, dann lesen sie es durch. Er sagt nochmal, natürlich nehmen wir die Eier fürs Team. Und dann Gigi einfach so zersetzt ihn innerlich. Weil Cosimo weiß, wie die Regeln laufen, er hat sich informiert. Er weiß, wenn da geiles Essen steht, nicht drüber nachdenken, das nimmt man ich nicht. Und Gigi hat wahrscheinlich überhaupt sich nicht vorbereitet und hat sich gedacht, geil Pizza. Und hat dann aber, und da merkt man, er ist schon ein Schlitzohr, hat es dann so wirklich, wo Cosimo auch gesagt hat, ach jetzt liegt es hier an mir, ob wir das mitnehmen oder nicht. Und er schaut ihn einfach nur an und sagt gar nichts. Das war so hinterhältig. Ja. Das war schon fast so ein Machiavellian-Scheme, was er da gemacht hat. Das hätte ich so viel Tücke hätte ich ihm gar nicht zugetraut. Ich glaube gar nicht, dass es Tücke ist. Ich glaube, das ist eher... Hunger? Das ist eher, ne, nicht Hunger, sondern eher so ein bisschen Angst vor der eigenen Courage. So ein bisschen so, nee, also eigentlich habe ich jetzt Bock auf die Pizza, aber ich will es auch nicht entscheiden. Ich glaube, das ist eher ein bisschen Schissertum bei ihm. Bei Gigi? So ein, ja. Nee, ich glaube, wenn Gigi allein da gewesen wäre, hätte der auf jeden Fall die Pizza gegessen. Da hätte gar nicht drüber nachgedacht. Ja, aber jetzt hat er auch noch für jemand anders entscheiden müssen. Ja, okay, ich glaube, das wollte er nicht, das wollte er nicht machen, weil er dafür zu viel Schiss hatte. Ja. Aber er hat auch schon Cosimo zu dieser Entscheidung genatscht. Ja, Cosimo dachte ja erst, Gigi würde das jetzt für ihn wollen, weil Cosimo so den ganzen Tag gesagt hat, dass er den schlimmsten Hunger aller Zeiten hat. Dann meinte er doch noch, aber sag das jetzt nicht nur wegen mir, hat er zu Gigi gesagt. Sag es nicht wegen mir, es ist in Ordnung für mich, die Pizza nicht zu essen. So viel Gutes hat er dem Gigi zugetraut, der Cosimo. Ja. Ich bin sehr gespannt, wie das aufgefasst wird. Anscheinend haben sie es ja erzählt, das war ja schon bei der Verkündigung bekannt. Wie das jetzt aufgefasst wird. Ja, also wir haben das so ein richtiges Aftermath noch nicht gesehen, jedenfalls. Nee, aber er hat ja gesagt, ich habe schlecht geschlafen wegen schlechtem Gewissen. Das bedeutet ja, sie haben schon vorher irgendwie drüber gesprochen. Oder er wollte es nur kryptisch andeuten. Ja. Traust du Cosimo so viel kryptisches Andeut-Talent zu? Jetzt sind alle Optionen offen. Also ja, ich kann mir vorstellen, dass sie das halt ein bisschen überdramatisiert haben. Am Ende ist Cosimo gar kein Schwabe, sondern Badener. Das wäre der größte Verrat am Zuschauer. Dass die also dann so tun wie so, ja, also entweder hatten wir die Wahl, dass wir eine große Pizza essen oder wir hätten so wenig mitnehmen können, dass keiner was davon gehabt hätte. So könnte ich mir vorstellen, dass sie es versuchen werden. Oder es wird einfach ignoriert. Und wir so, ja, haben wir gemacht, haben wir eine Pizza bekommen. Und habt ihr die nicht mitgebracht? Ah, nee, die... Durften wir nicht. Ach so, nee, durften wir nicht. Mussten wir da essen. Ach ja. Ja, es war auf jeden Fall eine Cosimo-Folge heute. Also, da war wirklich einiges mit ihm los. Er hat ja auch nochmal intensiv Wert darauf gelegt, dass ein guter Döner immer einer mit Scheibenfleisch ist. Keiner mit Hack. Völlig richtig. Ja, aber das ist so viel Bildungsfernsehen hat man ja selten im Dschungel. Ich weiß es aber nicht, ob man ihn jetzt unbedingt mit Pizza Döner Hawaii ins Versace locken kann. Vielleicht ist er da, würde er jetzt nochmal extra drin bleiben. Das ist doch eine Referenz auf RTL Direkt. Guckst du das nicht? Nicht Currywurst rituell. Die Currywurst Hawaii. Die war ja Thema vor 3 Tagen im RTL Direkt. Das war jetzt die Referenz. Aber wie kommen wir jetzt von Currywurst Hawaii auf Döner Hawaii? Naja, weil der über Döner Hotel, außerdem werden im Hotel Versace gerade ganz andere Dinge ausgefressen. Aber wieder ganz wichtig, Dönerspieß oder Spieß nach Dönerart. Das ist immer ein Unterschied. Ja. Das Letztere ist dann mit Hack oder wie? Das ist Hack, richtig. Nach Dönerart. Okay. Da war auch wieder der Schnitt vom RTL heute sehr gut, als er sagte, könnt ihr euch was Schöneres jetzt vorstellen als einen Döner-Schnitt auf Tessa, die so ein Gesicht ungefähr macht. War wieder sehr gut geschnitten.
Es gibt den sehr guten Seitan-Döner. Es gibt sehr guten Seitan-Döner hier. Jetzt schweifen wir aber ab. Ich wollte gerade den sehr guten Zucchini-Döner in Babelsberg loben. In Babelsberg isst man Zucchini auf seinem Döner. Nee, Dönerersatz. Fransen aus. Ja, bevor wir das Cosimo-Thema beenden, habe ich noch eine wichtige Frage an Dennis, die auch mit Cosimo zu tun hat. Nämlich, also Cosimo hat ja erzählt, er hatte nach einem 14-tägigen Führerschein-Schnellkurs eine Ellenbogenentzündung vom Lernen. Dennis, wie geht's dir? Hast du sowas auch? Nein, ich habe per App gelernt. Ich musste nicht, wie im Stein, vor irgendwie 15 Jahren noch auf Bögen lernen, tatsächlich. Ich habe per App gelernt. Das ist das Allercoolste. Ja, aber dafür musste ich 1600 Fragen lernen. Weil ihr auf den Bögen hattet ja wirklich feste Fragen. Und in der App gibt es jetzt dynamische Fragen. Das heißt, das Fragentemplate ist identisch, aber die Sachen, die in der Frage passieren, sind ausgetauscht. Mal ist es ein blaues Auto, mal ist es ein Fahrradfahrer und so ein Scheiß halt. Also auswendig lernen geht da nicht. Man muss tatsächlich jetzt die Fragen verstehen. Mein Führerschein ist also hochwertigerer als eurer. Also wenn ich den irgendwann mal habe. Du hast also so eine Art bayerisches Abiturführerschein. Ich hab bayerisches Abitur, genau. Aber dann bin ich erleichtert, wenn es deinem Ellenbogen gut geht und keine Entzündung vorliegt. Das wollte ich noch kurz geklärt haben. Zumindest davon habe ich jetzt keine Ellenbogenentzündung bekommen. Unsere Favoritinnen haben wir schon ein bisschen abgesteckt, wie in den letzten Tagen. Ihr habt sie uns heute genannt. Die Frage ist, wer geht als nächstes? Das sollten wir vielleicht noch klären, bevor wir diese kleine, feine Sendung hier heute beenden. Wer will denn anfangen? Dennis vielleicht mal? Ja, ich werde ja wieder für meine Wahlen immer wieder ausgelacht und so. Und da habe ich jetzt, also ich habe gestern, also ich habe gestern, nicht ausgelacht? Ich habe mich gestern darüber beklagt, dass ich mich von dir manipulieren lasse, um dann eine Sache zu sagen, und dann hast du dummerweise recht behalten beim nächsten Mal. Ich kann konnte ja auch keine ahnen, dass Markus keine Fans hat. Sie sagt, die sind in der Diskothek. Es ist Samstagabend. Und Jana fliegt dummerweise jetzt nicht mehr raus, weil sie tatsächlich jetzt die Tanja Schumacher macht. Schumann, sorry. Ja. Claudia und, wer war noch vielleicht? Claudia und? Jana. Jana war gestern, Claudia heute. Genau. Aber ich glaube, Claudia kriegt nochmal einen Boost und ich könnte mir vorstellen, das ist Damilia erwischt, tatsächlich. Nein. Ja, ich hatte heute aber auch schon die Befürchtung, weil sie heute auch nicht so viel Zeit hatte. Aber nein, ich habe eher die Befürchtung, also wobei es kann sein, dass sie ihn morgen in die Prüfung wählen, aber ich hätte eher die Befürchtung, dass Papis zu wenig Sendezeit hatte in den letzten Tagen, seit der Fahrradaktion, und dass das ihm das Genick brechen könnte. Schauen wir mal. Also das wäre, oder halt, also ich bin noch nicht weg davon, dass Jana die nächste ist, die geht. Ich weiß nicht, ob die Leute, also ob es den Leuten wichtiger ist, sie zu quälen, als die Qual an sich selbst zu verhindern. Jana hat ja sehr viele Fans, die im Einklang mit der Natur sind. Und die sind wahrscheinlich nicht so fies wie die Tanja Schumann-Fans. Und das war aber auch schon gemein damals. Das war wirklich gemein. Wenn Jana sagt, sie möchte raus, dann rufe ich dafür nicht mehr an. Herz 5. Und dann wird... Du nicht, aber so Leute wie wir zum Beispiel. Du bist so geizig dafür. Ich auch. Wir haben, also ich habe, glaube ich, im Finale überwinde ich mich mal, eine Mark auszugeben dafür, aber nicht vorher. Ja, im Finale gibt es eine SMS, das mache ich auch immer. Ja, yes, es gibt zwei Tage im Jahr, wo ich sowas mache. ESC-Finale und Ibis-Finale. Habe ich schon mal gesagt, ESC wird die App benutzt. Ja, aber das ist ja auch SMS, Mensch. Zahlst du ja trotzdem den SMS-Preis. Aber da ist aber keine kostenpflichtige SMS. Doch. Das sind auch kostenpflichtig. Es tut mir leid, Renke, dir das jetzt hier on-air sagen zu müssen. Prüfst du denn nicht jeden Monat deine Telefonrechnung? Dein Einzelkostennachweis heißt das. Ja, genau. Der ist ja bei dir nicht im Leitsordner. Jetzt muss ich mal meine Abrechnung der letzten Monate mal checken. Es war im Mai übrigens. Mai, ne? Christopher, aber da habe ich hier, ich habe überall den Flatrate-Preis immer bezahlt.
sage ich euch. Hast du ja, Telekom XL ESC gebucht? Dann hat deine Stimme nicht gezählt. Kongstar mit der ESC. Kongstar wird eh nicht gewertet. Wer sagst du, Christopher geht? Ich sag Jamila geht. Und Renke? Jana. Urkraft. Kannst du bitte nicht Jamila und Jana verwechseln, hier die netteste und die unnetteste Person? Beides Namen mit J ist es. Die eine wird mit D geschrieben. Aber mit J gesprochen. Kann man aber schon verwechseln, haben nämlich beide ziemlich viel im Gesicht machen lassen. So. Christopher Tall, danke, dass du bei uns warst. Reden wir jetzt eh noch eine Stunde über die deutsche Murmelmeisterschaft? Ich habe hier zwei Seiten Notizen vorbereitet. Nein, das machen wir nicht. Ich denke, ist es denn überhaupt die Claudia offizielle deutsche Murmelmeisterschaft? Gibt es eigentlich einen Dachverband? Ja, und gibt es genormte Murmelkugeln? Nee, das sind doch nicht mal Murmeln, also mit denen die da murmeln. Also wenn wir schon auf dem Niveau hier sind. Christopher, wusstest du übrigens, dass hier der Spezi-Metzger heute seinen Meisterbrief bekommen hat? Ach, das habe ich noch nicht gesehen. Dann ab nach Wolfsdorf, in schöne Niedersachsen. Ich war heute schon im schönen Niedersachsen. Warst du in Wolfsdorf? Nee, in Wolfsburg. Aber wie weit ist das denn fern? Hättest du mir einen Fleischkäse? LKW mitbringen können. Pizza-Fleischkäse. In der bayerischen Gigasemmel. So für einen Fünfer raus heute. So, wir kommen jetzt auch mal zurück. Aber nicht in der Einfiliale, da ist Inventur. Also müssen wir nach Helmstedt. Ja. So. Das wäre sogar bei Wolfsburg. Ich denke, Claudia hat mit dem vielleicht, das für mich auch ein bisschen überraschend kam, nicht doll, aber ein bisschen, wird aber glaube ich die Zeichen der Zeit erkannt haben und wird jetzt irgendwie, während wir hier gerade aufnehmen, ist es jetzt glaube ich 10,5 Stunden oder so sind die voraus, das ist so ganz weirde Zeit, also ist es da jetzt irgendwie halb kurz vor Mittagessen oder was? Wer 10,5 Stunden voraus, ist Australien nicht 9 Stunden voraus? Ja, aber das ist ein bisschen komisch da. Ich habe es auch nicht so richtig verstanden. Da wird auch immer die Uhrzeit eingeblendet. Ist doch auch wurscht, ob es jetzt 9 oder 10 sind. Es ist auf jeden Fall kurz vor Mittagessen. Kurz vor Mittagessen, ja genau. Und die wird jetzt, wo wir hier gerade miteinander sprechen, schon längst dafür gesorgt haben, dass sie gewählt wird. Wie auch immer sie das gemacht hat. Vielleicht mit Drohungen, aber auch vielleicht mit Bitten oder so. Und hat gesagt, in die Prüfung. Ja, klar. Nein, auf keinen Fall. Die hat so oft gesagt, dass sie es hasst mit den Prüfungen. Nein. Sie weiß aber, dass sie auf der Kippe steht. Sie muss es was tun. Und ja, aber nein. Prüfung. Und die anderen wählen sie nicht. Dafür mögen sie sie zu wenig. Und dann lassen sie lieber jemanden, der noch nicht in der Prüfung war. Also, ja, also irgendwas wird die auf jeden Fall tun. Die ist nicht blöde und die will drin bleiben. Deshalb wird sie ein bisschen was machen. Ich kann mir vorstellen, dass sie sich noch mal ein, zwei Tage retten wird. Ich denke tatsächlich, ist es dann Jamila, weil es Leute geben wird, die für Jana anrufen, um sie zu quälen. Und ich kann das nachvollziehen. Ich fühle das. Sag's, wie es ist. Ich möchte dann nicht, dass mit ihr zu viel Sendezeit verschwendet wird. Aber so vor und nach den Werbeunterbrechungen, wo dann nochmal so kurze Ausschnitte kommen, die auf irgendwas hinweisen, das passieren könnte, da kann man sie dann vielleicht nochmal leidend irgendwo auf einem Baum sitzend oder so sehen. Das wäre für mich ganz nett. Ich glaube, da sind auch Leute, die zahlungskräftiger unterwegs sind als ich und ein paar Mal den Telefonhörer in die Hand nehmen, die rufen für sie an und deshalb geht Jamila. Die ich übrigens, ja, ist süß und so, alles total lieb, aber Mitleid macht, weiß nicht, führt nicht, Mitleid hält nicht vor für die Krone. Aber es ist ja nicht nur Mitleid, sie ist halt auch einfach so nett und so überraschend, also es hat halt niemand vorher gedacht. Ich glaube, es sind mehrere Faktoren, nicht nur Mitleid. Mal gucken, ich hoffe noch. Mir ist das zu wenig. Und gute Nacht. Ich glaube, wir haben alles abgeräumt. Ich glaube, das war's dann. Wollt ihr nochmal irgendeinen Plug, nochmal was bringen? Wollt ihr sagen, wo man mit Twitter euch finden, wo man euch erfinden kann oder so? Oder? Also mich findet man auf Twitter als @genderbeitrag oder auf Mastodon als genderbeitrag@friff.social, weil Friff ist noch ein anderer Podcast, den ich mache. Und da
Ja. Um was geht's da? Um Fußball. Ach so. Das ist ja krass. Damit schließt sich der Kreis zum Beginn der Folge. Christopher, wie heißt du in diesem Internet? Ich heiße im Internet Vanilla Chief, mal mit Unterstrich, mal ohne Unterstrich. Aber ihr werdet mich schon finden. Sie kennen mich. Wenn ihr bis hierhin durchgehalten habt, dann wart ihr sehr tapfer und wir bedanken uns schon mal arg fürs Zuhören, für die ganze Unterstützung, die uns bisher zuteil geworden ist. Du gehst jetzt mal gleich ausnüchtern. Ich habe, ohne Scheiß, ich habe ein alkoholfreies Weißbier heute Abend getrunken zum Essen. Ich sag's, wie es ist. Ich habe keinen Tropfen. Vielleicht sollte ich jetzt anfangen. Wenn ihr uns unterstützen wollt, folgt uns auch einfach irgendwie auf Twitter, zum Beispiel @dschungelpod heißen wir da. Oder ihr könnt uns ein paar Sternchen hinterlassen bei Apple Podcasts oder bei Spotify. Empfehlt uns weiter oder geht auf dschungelpodcast.de/unterstützen. Da findet ihr weitere Details, wie ihr auch noch euer Geld an uns loswerden könnt, wenn ihr wollt. Und nicht an den RTL. Nicht an den RTL, genau. Und ihr könnt es natürlich auch so machen. Ihr könnt natürlich auch überlegen, den Jungs hätte ich jetzt gerne irgendwie einen Fünfer überwiesen. Ich mache es jetzt wie folgt, die kriegen nur 2,50 von mir und 2,50 investiere ich morgen Abend in Anrufe für Jana. Für Jamila. Nee, wir wollen doch Jana drin behalten, haben wir gerade gesagt. Du! ich habe mich nicht so dem Hass verschrieben wie du. Es ist beides ein sehr schlechtes Investment. Ich würde mit Automaten anfangen. Da geht die Sonne wirklich auf. So, jetzt haben die meisten schon hier ausgestellt. Und wo wir hier unter uns sind, möchte ich sagen, es gibt hier in Pankow, unweit von mir, fußläufig gut erreichbar, gibt es einen Laden, der verkauft gebrauchte Automatenspiele, die man sich da mitnehmen kann. Da kann man sich die in seine eigene Wohnung stellen. Und so ein Merco-Disc 2 oder so. Glaubst du, das kriegst du bei deinem Familienrad durch? Also, ich sag mal, ich musste schon sehr, 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 sehr viele Jahre für die Dartscheibe kämpfen. Ja, aber da ist ja tatsächlich der Glücksspielautomat und der Geldautomat und eine Holz, so dunkelholztäferne Bar eigentlich auch nicht mehr weit. Das ist ja quasi schon fast hallengerichteter Partykeller. Vielleicht die Dartscheibe hat da die Mauern eingerissen. Ja, genau. Vielleicht könnte ich auch damit werben, dass man da auch, wenn man dann Gäste hat, die damit spielen lassen kann, dann können die immer schön daddeln und dann machen wir einfach, wenn da kein Gewinn rauskommt, machen wir einfach, nachdem die weg sind, machen wir unten die Schublade wieder leer. Das ist eine Investition. Gewieft. Und dann rufst du dafür beim RTL an. Das ist der Geldkreislauf. So habe ich das in der Schule gelernt. Ja, von Pankow in den Dschungel. Triple Down Economics. In diesem Sinne, vielen Gute Dank, Nacht. Wir hören Christopher. Uns morgen. Vielen Dank, ja. Becky. Ja. Gern geschehen. Vielen Dank war euch. Eine absolute Freude und euch noch einen guten Tag, whatever. Es war mir ein innerlicher, morgendlicher Klogang. Was? Was? Oh Gott, Christopher. So. Und tschüss. Bitte. Tschüss. Tschüss. Tschüss.